Hallo und willkommen zum weiteren Video von LP Freerider 16. Ja, hier bin ich auf S22 hier. Endlich mal wieder ein Video. S22. Heute ein Raid. Sehr nice. Und hier haben wir auch Andy Billy Talent, der auch in meiner. Der auch ein Abonnent ist, gleich wie Kesha. Und ja, so viel dazu. Bilder habe ich alle verschwendet. Einen Ehrenhallenkampf kann ich machen. Und gegen Stronger. Ja. Sehr nice. Sammelalbum auf 64,35. Und da schaue ich jetzt gleich mal rein. Ich suche Intelligenz-Items. Oh, Intelligenzport. Bam, rein mit dir. Glück. Stärke, Stärke. Und, ach, ich habe gar keine Bots. Ja, da muss ich halt den nehmen, aber ja, normalerweise möchte ich das nicht, aber was soll ich machen, wenn ich keine Bots habe und ich muss ja einen Dungeon-Gegner mal besiegen. So, hier kann ich mal auf 20. Magier ist nie verkehrt, weil seine Ausdauer raufzuschrauben. Aber 12% ist natürlich schon wenig. Muss ich ehrlich zugeben. Darum werde ich das mal auf 15 rauf machen. Wenn sich das ausgeht, ja, normalerweise locker. Und den Rest. Ah, 96, 99. 100. Ein bisschen noch Intelligenz. Und das Restliche mache ich auf Ausdauer. So, dann haben wir das auch schon geschafft. 109, 110. So, dann werde ich jetzt gleich mal in den Dungeon gehen. 10 der Stufe 54. Kann ich schaffen, ja? Ah, Stufe 50. Yes, nein. Ich habe keine Pilze. Schade. Egal. Ah, nee. Gehe ich auf 21 Uhr. So, S19. Seht euch diese Special Quest an. 1.500.000 Erfahrung. Eine Special Quest, die sich gelohnt hat. GWGZ. DX. Sehr nice, diese Special Quest. Ja, Alu habe ich jetzt keine mehr. Alles getrunken heute und da gehen wir gleich mal in den Waffenladen. So, einmal blättern. Ausdauer, Intelligenz, nochmal. Gott sei Dank habe ich schon so eine nice Stärkewaffe gefunden. Und da ist eine Epic-Waffe. 3 Attribute, Epic-Waffe. Wow. 64.000 nur. Genau, die habe ich auch noch gestern im Laden gefunden. Glücksputz. So, also ich würde sagen, die Waffe ist irgendwie nice. 272. Die katapultiere ich gleich mal rein. Ich könnte ja den Attribute-Rechner mal rausholen. Kriegerstufe 131. Aura Stufe 4. Ausrechnen. Oh, sorry. Ins Bild reinziehen. 3 Attribute. Waffe sollte 162 haben. Hat 160. Also von dem her sehr nice. Aber nichtsdestotrotz schaue ich auch andere an. Also die Waffe kann ich jetzt mal weghauen. Zauberladen. Die Pots kaufe ich, verkaufe ich. Obwohl ich zwar genug Gold oder Pilze hätte auf jeden Fall. Okay, den kaufe ich jetzt nicht, aber die kleinen schon. Ausdauer. Ne, Stärke 264. Ah, ein Pilz. Das ist natürlich schon immer sehr nice, wenn einen Pilz kostet, denn da sind sie so billig, so wie 5000 Gold oder
8000 Gold und sonst kostet eins 23.000, also. Ja, ich bin immer noch geflasht. Glück, Geschick, Ausdauer noch zweimal. Stärke 256. Ja, kaufe ich mir. Stärke 269. Kaufe ich mir. Ich kaufe einfach jetzt alles ein. Oh, Stärke Pot. Gut, so 264, 256, 269, also kommt die 43er Uzi weg. Stärkebot kaufe ich mir noch. Bam. Dungeon, wo ist endlich? Oh, da ist mein Gegner, Stärkegegner. Rein mit dir, alles auf Stärke. Jetzt müsste ich eigentlich mehr Stärke haben wie er, oder? Ja, ein bisschen weniger, aber das müsste normalerweise schon reichen. Okay. Ich skill alles auf Stärke. Alles auf Stärke. Meine ganzen 1,5 Millionen Gold, die ich mir zusammengespart habe. Alles auf Stärke. Geht schon. Ausdauer vielleicht ein bisschen. Auf circa 2000. Wenn sich's ausgeht. Nee, doch nicht. Egal, und Intelligenz noch ein bisschen was. So, also der muss jetzt gehen. Ist mir egal, was ist. Den mache ich jetzt fertig. Egal, wie viele Builds ich verbrauche. Ganz ruhig klicken. Davon wird er auch nicht schneller. Wir können ja zur Abwechslung mal einen anschauen. Nee, zu langweilig. Ja, so ungefähr. Dungeon. Die Versuche sind so nice. So nice. Komm schon. Ah. Der geht. Egal, ich mach mindestens noch 20, 30 Pilze. Yes! Alle Attribute epic. Ja. Ja. Sammelalbum hat auch geklimpert. Das pfeffern wir mal rein. Ja, 42% ist schon ein wenig. Aber das ist mir egal. So, jetzt kann ich wieder die Epics reinhauen. Yes. So, dann kann ich hier noch 7. Dungeon weg. Kann ich eintippen. 7. Dungeon gereinigt. Was wollte ich jetzt noch machen? Gar nichts eigentlich. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald bei einem weiteren Video von LP Freerider 16. Ciao.